Welche Beziehung hatten Sie zu Frankie Belmont? Ich kannte ihn nicht. Sie hatten bis heute nichts mit ihm zu tun? Nein. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen. Warum haben Sie ihn umgebracht? Die Miniserie The Sinner mit Jessica Biel in der Hauptrolle überzeugt aktuell Binge-Watcher wie Kritiker und avancierte zum Netflix-Hit. Das Besondere ist noch nicht einmal die Mischung aus Krimi, Psychotrip und Familiendrama, sondern dass dieser Psychotrip aus Deutschland ist. Sie attackiert ihn in der Öffentlichkeit. Das war ein Mord im Affekt, rein emotional. Deswegen ergibt das Ganze keinen Sinn. The Sinner ist deswegen eine sogenannte Limited Series, weil sie nur eine Staffel mit insgesamt 8 Episoden umfasst und damit zu Ende erzählt ist. Nicht eine Episode zu viel und nicht eine zu wenig. Genauso viele, wie es braucht, egal wie erfolgreich die Serie ist. 10, 9, 8. Das Unterbewusstsein kann ein Austricks. 6, 5. Man sieht auf einmal Dinge, die gar nicht da sind. 3, 2. 8 Episoden, um einer Vorlage gerecht zu werden, dem Roman Die Sünderin von Petra Hammesfahr. Damit ist The Sinner die amerikanische Adaption eines deutschen Stoffes. Der Schauplatz wurde dafür in die USA verlegt. Hinter der Umsetzung steht Produzentin und Hauptdarstellerin Jessica Biel. Die Serie war dabei so erfolgreich, dass man nun laut über eine weitere Staffel nachdenkt. Das würde aus der Miniserie eine Anthology-Serie machen. Eine Staffel wäre eine eigene, abgeschlossene Geschichte. Dann mit Bill Pullmans Detective als übergreifende Figur. The Sinner nimmt sich trotz der Kürze und trotz der einfachen Handlung die nötige Zeit, um die Charaktere und das Mysterium um sie herum langsam zu entfalten. Sie hatte nie psychische Probleme. Ab und zu eine Schlaftablette, aber das war's. Der Drogentest war negativ. Also, soweit ist alles klar, bis auf das Motiv. Ein einziger Moment im Leben von Biels Figur und ihrer Familie ist das Ergebnis einer Kettenreaktion, deren Ursprung man lange nicht versteht. Eine Situation, die so abstrus und verstörend ist, dass sie das Rätsel einer ganzen Serie sein kann. Und das macht The Sinner immer wieder. Erst zeigt man uns eine heile Welt und dann demaskiert man sie langsam. Der Blick in ihren Augen und die Dinge, die sie gesagt hat, ich... Es war, als wäre sie jemand anderes gewesen. Gemeinsam mit dem Detective ergründet der Zuschauer Episode für Episode Motiv, Schuld und Unschuld der verstörten Frau. Genauso wie er selbst seinem eigenen Scheinleben auf die Spur kommt. Auch wenn die Serie sich ruhig präsentiert, brodelt es unter der Oberfläche und das blitzt immer wieder hervor. Dabei werden Tabuthemen aufgegriffen wie Religion, Sex und Missbrauch. Die Stigmatisierung von Sünde und den Sündern selbst, der Glaube und seine Auslegung, das ist der entlarvende Unterbau von The Sinner. Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Ihnen helfen will? Ist das so? Ja, ich versuche es. Sonst interessiert sich niemand dafür, aber ich bin hier. Sie reden doch nur Scheiß. Gut, das gilt dann wohl für uns beide. Nur Mord um des Mordens willen kann nicht das Motiv sein. The Sinner nimmt damit viel, was wir aus unserem Leben kennen, und verfremdet es. Schutzmäntel wie Religion oder Familie werden plötzlich zur Gefahr. Letztendlich kann die Sünderin nicht einmal mehr sich selbst trauen, weil ihre eigene Erinnerung sie betrügt. Was wir glauben zu wissen, ist immer noch unsere Perspektive. Ich kann nicht sagen, wieso ich es getan habe. The Sinner schneidet viele unangenehme Themen an, nicht nur für die Figuren, sondern auch für uns selbst. Und das sind nicht nur deutsche Themen. Basierend auf den Rechten, die Ihnen bereits erläutert wurden, möchten Sie auf etwas plädieren? Ja. Man tut das, was Sie getan haben, nicht ohne einen Grund zu haben.